Liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer fünften Sitzung der Vorlesung Rezeptions- und Wirkungsforschung. Und heute geht es mit dem zweiten Teil der zentralen Trias weiter, nämlich mit Medienrezeption, der Vorgang der Mediennutzung und wie wir diesen beschreiben können. Dazu werden wir heute erstmal damit beginnen, was das eigentlich genau ist. Medienrezeption, vielleicht ist es für manche noch neu, der Begriff, aber der sollte dann natürlich in Fleisch und Blut irgendwann übergehen. Wir werden uns mit dem Thema Aufmerksamkeit gesondert beschäftigen, ebenso mit Kapazität, Aufnahmekapazität und Komplexität der Information, die aufgenommen werden soll. Dann ebenso die Self-Determination Theory, die hier in dem Kontext sehr häufig verwendet wird. Und noch kurz am Ende werden wir auf das Phänomen des Flow eingehen. Vorweg möchte ich auch sagen, welche Dinge wir nicht behandeln, die nicht Teil der Vorlesung sind. Wir werden nicht eingehen auf Emotionen und Stimmungen, obwohl das durchaus Teil der Medienrezeption ist. Wir werden nicht auf Spannung eingehen und Narration, also Spannung, wie was Sie empfinden, wenn Sie eine Serie anschauen oder einen Film, wo die Narration beispielsweise, wie diese Inhalte gestaltet werden, um Spannung zu erzeugen. Ebenso werden wir uns nicht mit Medienfiguren beschäftigen oder parasozialer Interaktion oder Beziehung. Sicherlich ist es so, dass das in den Bereich der Medienrezeption fällt oder dort eingeordnet werden kann. Aber um Redundanz zu vermeiden, ist es so, dass wir das hier nicht behandeln, weil das in der Vorlesung Medienpsychologie dann dort vertieft wird. Man kann es aber trotzdem zu Medienrezeption, oder man sollte es eigentlich dazu zählen, aber nicht Teil unserer Inhalte. Was ist Medienrezeption? Sie sehen hier eine junge Frau, die gerade am Musik hören ist, also am Rezipieren, am Empfangen von Inhalten ist. Was ist das also? Es geht um den konkreten situativen Vorgang der Mediennutzung, also der zu einem gewissen Zeitpunkt auch stattfindet und dann auch irgendwann aufhört, den Sie beschreiben können. Ja. Aktuell rezipieren Sie diese Vorlesung, hoffe ich. Ebenso geht es dann darum zu verstehen, was die Menschen während der Rezeption empfinden. Sind sie gerade gelangweilt? Sind sie gerade interessiert? Sind sie überfordert, unterfordert? Was sind ihre aktuellen Befindlichkeiten? Ebenso, welche Situationen, die aktuell vorherrschen, beeinflussen den Rezeptionsvorgang? Ja? Hören Sie das morgens, abends, müde oder ausgeschlafen, entspannt? Haben Sie bereits ein Glas Rotwein intus oder nicht? Und was sind also Dinge, die wir beschreiben können, situative, kontextuelle Parameter, die eben diesen Medienrezeptionsvorgang beeinflussen? Was es nicht ist, sind die Vorbedingungen. Wir beschäftigen uns weniger damit, was jetzt im Bereich der Medienselektion fällt. Also wer wendet sich welchen Inhalten zu beispielsweise. Also alles, was wirklich klar vorgelagert ist, ist nicht so relevant. Ebenso mittel- und langfristige Konsequenzen. Also was dann nach der Medienrezeption vorhin dann, wenn Sie ihn mit nach einer gewissen Zeit fragen, was das mit den Menschen gemacht hat, da sind wir schon bei Medieneffekten. Natürlich ist es so, letztlich ist eine Medienrezeption, wenn das einen Einfluss auf ihre Stimmung hat, ist es natürlich auch ein Medieneffekt, der einfach direkt stattfindet. Das ist natürlich klar, aber da sprechen wir eher zu so Begleiterscheinungen der Rezeption. Also was sie direkt empfinden, das ist fällt eher noch in den Bereich der Medienrezeption und Medieneffekt. Das ist eher, verändert uns die Mediennutzung. Das ist also Medienrezeption. Ein großer Bestandteil der Medienrezeption, oder um das zu verstehen, ist Aufmerksamkeit, welche diesen Rezeptionsprozess stark beeinflusst. Was ist Aufmerksamkeit? Es beschreibt die Intensität der Zuwendung zu einem Medium. Wir können das über möglichst verschiedene Arten und Weisen operationalisieren, also
umsetzen und messbar machen, was eben Intensität der Zuwendung betrifft, ja, das ist an sich ja erstmal eine Worthülse. Was genau können wir darunter verstehen? Beispielsweise Dauer der Nutzung. Ja. Je länger ich etwas nutze, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, oder es geht damit einher, dass es auch intensiver ist, klar. Ja. Wenn Sie den ganzen Tag Serien binge-watchen, dann ist es eine intensivere Mediennutzung, als wenn Sie nur eine Folge anschauen. Dabei können wir aber unterscheiden die Intensität und die Konzentration. Ist es so, dass das einfach nur im Hintergrund läuft und Sie sich so ein bisschen berieseln lassen, oder widmen Sie sich dem proaktiv und aufmerksam? Das ist das, was man am ehesten auch mit der Intensität auch verbindet. Ja. Lauschen Sie gerade gebannt oder denken Sie sich, ach ja, jetzt muss ich mir ja schon wieder die Vorlesung anhören und sind nebenbei am Handy und nicht so aufmerksam? Wir können das auch messbar machen über die psychophysiologische Aktivität, sowas wie Herzrate, Hautleitfähigkeit. Darüber kriegen wir die Anspannung auch des Menschen mit, können wir messbar machen. Und wir können uns auch Verhaltensdaten betrachten, wie Blickbewegungen. Ja, also wo schauen Sie hin? Schauen Sie auf die Folien, aufs Laptop, schauen Sie Ihr Gegenüber an, den Fernseher, aber auch die Körpersprache. Es ist ein Unterschied, ob Sie so leicht vornübergebeugt einem Inhalt widmen, also das ist häufig eben verbunden mit wach und in der Situation, oder ob Sie sich einfach entspannt zurücklehnen und das eher mehr so distanziert betrachten. Also da kann man auch Intensität operationalisieren, also messbar machen. Die genaue Messung von Aufmerksamkeit ist aber schwierig, weil die Analyse der reinen Nutzungszeit, geht zu kurz. Also es ist relevant, aber es ist nicht ausschließlich, oder es ist nicht eine vollständige Erfassung sicherlich der Intensität. So Stichwort Screen Time. Man kann es einfach intensiv nutzen, aktiv oder so ein bisschen nebenbei. Und wir brauchen eben häufig Selbstberichte. Ja, wenn wir das als WissenschaftlerInnen messen wollen, müssen wir ja fragen, naja, also weil wir es nicht mehr direkt sehen, ja, waren Sie jetzt mit den Gedanken dabei oder waren Sie woanders? Und von daher, Selbstberichte sind da notwendig und wichtig, und man darf Selbstberichte nicht einfach nur ablehnen, auf gar keinen Fall. Aber Selbstberichte sind auch immer schwer objektiv von außen zu überprüfen, und da gibt es einfach immer noch mehr, also nicht ganz so reliabel wie objektive Verhaltensdaten. Also, das ist Aufmerksamkeit im Kontext der Medienrezeption. Und als ein Beispiel, das hat Jörg Mattes mal am Kontext der Zeitungs Nutzung festgemacht, dass wir hier einfach unterscheiden müssen, wie intensiv jemand Zeitung nutzt, beispielsweise indem er die komplette Zeitung gelesen hat, also fast die ganze, oder ob er eher nur er oder sie die Kurzinformationen ausgewählt hat, so die Überschriften, die zentralen Punkte so ein bisschen überflogen hat, sich einen Überblick gebildet hat, oder ob es eher einfach nur Überschriften sind, ja, einfach nur so, okay, das waren Themen heute, zack, weg. Oder es einfach nicht gemacht hat. Also man sieht, da gibt es einfach Unterschiede. Es ist nicht einfach nur Zeitungslesen, ist nicht gleich Zeitungslesen. Und nun das Spannende ist, und deswegen haben wir eingangs auch uns so sehr mit diesen eigentlich statistischen Modellen von Moderation und Mediation beschäftigt. Ja, Aufmerksamkeit hat häufig einfach eine Funktion als Moderator. So verstehen wir das. Was bedeutet das? Der Effekt der Mediennutzung hängt, der Effekt der Nutzung auf die, der, der, ja, der Effekt der Nutzung auf, naja, irgendeinen Parameter natürlich, ja, also Lernzuwachs, da kommen wir später gleich noch, ja, die Nutzung und die Effekte, führt die Nutzung zu Effekten, hängt davon ab, ob ich mich dem Stimulus, den Medien eben aufmerksam widme. Ja, und je aufmerksamer ich ein Medium rezipiere, umso potenziell größer sind die Effekte. So ist richtig. Mal ein paar Beispiele für Sie zu sammeln, was man darunter verstehen kann. Je aufmerksamer Sie dieser Vorlesung folgen, umso höher ist Ihr Wissenszuwachs und umso mehr erinnern Sie anschließend. Also wenn Sie anschließend das Quiz machen,
dann werden Sie mehr Dinge richtig beantworten, wenn Sie hier aufmerksam zuhören, anstatt wenn Sie das nur so nebenbei ein bisschen laufen lassen. Ja, also die Nutzung führt zu mehr Wissen, also dem Effekt, je aufmerksamer Sie der Vorlesung folgen. Je aufmerksamer Sie eine Werbung betrachten, umso eher kaufen Sie das Produkt. Ja, ansonsten haben Sie es ja vielleicht gar nicht mitgekriegt. Man kriegt so viel Werbung mit. Und wenn man das gar nicht wahrnimmt, dann wird man es nie kaufen. Man muss es zumindest wahrgenommen haben, um überhaupt eine Chance zu haben, dass man es vielleicht kauft. Ja. Ebenso, je aufmerksamer Sie einem Film folgen und je mehr Spannung empfinden Sie, oder je aufmerksamer Sie eine Hausarbeit lesen, umso mehr Rechtschreibfehler finden Sie. Also es ist einfach ganz häufig, dass wir merken, die Mediennutzung und die Effekte davon hängen davon ab, wie aufmerksam man eben Medien rezipiert. Das hat auch jetzt mal vielleicht über den Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen oder einfach auch mal sich auch noch mal ein paar Parallelerscheinungen zu betrachten. Wir sehen das in der Gesellschaft. Aufmerksamkeit ist zunehmend eine Ressource und Währung im digitalen Zeitalter. Die Verweildauer, die reine Dauer auf Posts, Seiten und Bildern, die wird genau getrackt und analysiert. Also das weiß Facebook und Instagram. Instagram ist Facebook, das wissen Sie. Und die wissen, die sehen, wie lange hat jetzt der Rezipient, die Rezipientin sich diese Werbung angeschaut, sich diesen Post angeschaut. Und je länger, umso potenziell relevanter ist das. Und uns muss klar sein, also man hat immer früher, habe ich auch immer gehört, so, naja, Facebook verkauft die Daten, um Geld zu verdienen. Nein, das stimmt nicht. Nicht direkt. Also eigentlich muss man sagen, das stimmt nicht. Es ist so, Facebook verdient sein Geld über Werbung. Und sie wissen, wer gerade am Gerät ist, an dem Account ist und können entsprechend ganz passende Werbung ausspielen. Und sie können dann eben messbar machen, ob die Leute das wahrgenommen haben, ob sie damit umgehen oder ob sie es einfach schnell durchgescrollt haben. Oder jedenfalls, je länger sie darauf verweilen, umso relevanter ist das. Und das ist eben, das ist die, also diese Verweildauer auf Posts, auf Seiten, auf sozialen Netzwerkseiten, das ist das, was das Geld generiert. Von daher haben eben solche Social Media immer das Ziel, einfach das die Menschen so viel Zeit wie möglich auf ihren Angeboten verbringen. Weil man muss aber auch hinzufügen, dass natürlich auch Social Media, gerade Facebook, aktuell natürlich auch viel schlechte Presse kriegt, wegen potenzieller negativer Effekte auf einen Anteil der Nutzerinnen vor allen Dingen. Und Facebook sagt auch schon, naja, und wir haben nichts davon, wenn unser Produkt als so negativ dargestellt wird, weil dann nutzen die Leute es ja auch wiederum nicht mehr. Das heißt, wir wollen den Leuten schon auch helfen, einen gesunden Umgang zu haben. Ja? Und also auf jeden Fall so helfen, also das sagen sie und das sollten sie auch so umsetzen, ansonsten ist das kein nachhaltiges Businessmodell. Genau, aber das vielleicht einfach nur als Einordnung. Und ich kann Ihnen auch eine kurze Anekdote erzählen. Das fand ich einfach mal interessant. Machen Sie das mal. Schauen Sie mal anderen Leuten beim Scrollen durch Ihr Handy zu. Also schauen Sie sich nicht die Inhalte an. Es geht nicht darum, irgendwie zu gucken, was er oder sie gerade macht. Ich weiß noch, ich war einmal am Flughafen und habe ich einen jungen Mann gesehen, der recht gelangweilt an seinem Instagram-Feed saß und das so durchgewischt hat. Und dann aber trotzdem hat er manchmal innegehalten, hat sich was angeschaut, dann hat er gewischt, 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 gewischt und gefühlt nutze ich es nicht unbedingt so, ja, auf so eine Art und Weise, aber das ging wirklich 10 Minuten lang einfach so und dann, aber immer mal wieder ist halt was hängen geblieben und das ist das natürlich, was die eben, also das dann hat es quasi geklappt. Zunehmend ist es so, das muss man natürlich auch wissen, dass wir die Aufmerksamkeit teilen, ja, dass wir Dual Screens nutzen, mindestens, also nicht nur Fernsehen, sondern parallel auch noch am Smartphone sind. Und ja, also das schildert also einfach diesen Kampf um die Ressource Aufmerksamkeit. So, ich habe es bereits angesprochen. Der nächste Punkt ist Kapazität, Aufnahmekapazität und Komplexität der Informationen. Also, Sie sehen hier eine junge Frau, die telefoniert, am Laptop ist, nebenbei ein Buch hat und ja, also vielen Dingen sich gleichzeitig widmet.
Ja, was ist die Ausgangslage? Das ist so ein gewisses Modell, was wir nutzen können, um Kapazität und Komplexität zu verstehen. Menschen haben eine beschränkte Aufnahmekapazität. Ja. Es gibt einfach eine gewisse Menge an Informationen, die wir maximal bearbeiten können. Ja. Ähnlich kann sich das vorstellen wie am Computer gibt es einen Arbeitsspeicher. So und so viele Bits können simultan verarbeitet werden. Ja. Also sie können damit arbeiten, sie können überlegen und überlegen, welche Option ist jetzt die richtige, welchen von meinen 7 Freunden lade ich ein, und dann haben sie aber noch halbwegs einen Plan, okay, wie viele das jetzt waren. Und diese Anzahl der Informationen, die gerade in ihrem Speicher drin sind, je mehr das ist, umso höher ist ihr Cognitive Load. Also sie haben die Kapazität und die kann eben zu einem gewissen Maße genutzt werden, umso höher ist der Cognitive Load. Also hier das klassische Beispiel eines Wasserglases. Es kann so und so viel Wasser tragen, aber irgendwann geht es auch nicht mehr, dann läuft es über, dann kommt kein neues Wasser mehr rein. Und ähnlich ist es so, auf der anderen Seite haben Medien, Formate, Inhalte unterschiedliche Komplexität. Also es ist, macht einen Unterschied, was sie in das Glas reingeben. Und je mehr Informationen ein gewisser Stimulus, ein gewisses Medienformat enthält, umso komplexer ist es, umso mehr Raum nimmt es ein und umso weniger können wir davon aufnehmen. Und beispielsweise ist es so, dass Video häufig weniger komplex ist zu rezipieren als ein Text. Und weil es eher mehr so eine natürliche Aufnahmemodalität ist und wir das leichter machen können und darüber eigentlich mehr Informationen aufnehmen können, oder gleichzeitig verarbeiten können, als wenn das über Text kommt. Und eben je höher die Komplexität, umso höher der Cognitive Load. Und wenn der Cognitive Load die Kapazität überschreitet, dann entsteht Überforderung. Also dann klappt gar nichts mehr und dann können keine neuen Informationen aufgenommen werden. So, wir haben also eine Kapazität, also eine mentale Kapazität, das ist der Arbeitsspeicher, das, was wir mitbringen. Wie groß ist der und wie können wir uns den vorstellen? Man kann das tatsächlich messen. Es gibt die sogenannte 7 plus minus 2 Regel und es bedeutet 5 bis 9, also 7 minus 2, 5 plus 2, 9. 9 Informationen können im Arbeitsspeicher gehalten werden. Also es ist erschreckend wenig, also viel weniger als ein Computer beispielsweise. Da gibt es tolle Experimente, die ich auch noch selbst als Student in den Vorlesungen mitgemacht habe, die das einem illustrieren können. Also irgendwann, also in einer Zahlenfolge, irgendwann hört es auf. Die können sie dann nicht mehr im Kopf behalten. Denen wichtig ist aber, dass wir häufig eben nicht von Informationen sprechen, sondern von Chunks, also von Plätzen und von Klumpen, wenn sie wollen. Ein Chunk sind zusammenhängende Sinneinheiten. Das sind Zahlen, Buchstaben, Worte, Orte. Es geht also, Sie können, oder machen wir direkt mal ein Beispiel, um das festzumachen. Es geht nicht einfach nur allein wie ein Computer, um die Information, also wie viele Buchstaben haben gewisse Inhalte, sondern was sind die Sinneinheiten, ne? Das Wort Haus belegt genauso viel Platz in Ihrem Computer wie Schreibtisch, obwohl Schreibtisch mehr Buchstaben beinhaltet. Es sind einfach zwei Chunks. Haus oder Schreibtisch kann ich mir genauso leicht merken, belegt einen Platz in meinem Arbeitsspeicher. Also mal ein paar Beispiele, jeweils 5 Chunks. IYDTA. Ja, IYDTA. Das sind jetzt 5 Chunks, aber einfach nur 5 sinnfreie Buchstaben. Also ich kann die nicht irgendwie zusammenfassen, so dass die einen Sinn ergeben für mich. Ich kann aber auch schreiben oder ihnen auch sagen, It day glory summer eventually. It day glory summer eventually. Die sind auch, genau wie die 5 Buchstaben, einfach auch 5 Sinneinheiten. Die können Sie auch gleichzeitig im Kopf bewahren. Und das kann auch länger werden. Das können Sie über Städte machen, Wien, Salzburg, Mailand, San Jose, oder Peking, oder aber auch Liedtitel. Bohemian Rhapsody, All the Small Things, I Shot the Sheriff, stehen gelassene Weinflaschen, Sing Hallelujah. Das sind alles auch, vielleicht ist es jetzt ein bisschen schwerer, diese 5 Inhalte zu bewahren, aber nicht wirklich. Ja? Das sind einfach 5 Songtitel
Und die können eigentlich so langsam, wie sie wollen, solange sie die kennen, ja, hilft ihnen das, können sie die einfach abrufen, ist ein Chunk, ja. So, das war die Kapazität. Und verstehen Sie, das sollten Sie verstehen, verstanden haben, mit was der Unterschied zwischen Chunks und Informationen, wie viel wir aufnehmen können. Also 7 plus minus 2 Chunks. Komplexität von Medieninhalten, also die Komplexität, wir waren bei Kapazität, jetzt sind wir bei Komplexität. Das ist jetzt, da haben wir zwei Dinge, zwei Perspektiven dazu. Wir haben die Bottom-up-Perspektive, das ist auch die naheliegende. Ja, die Medieninhalte, je nachdem, was sie rezipieren, haben eine unterschiedliche Komplexität. Und die Komplexität eines Textes hängt beispielsweise ab von der Wortgebräuchlichkeit. Also ein akademischer Text hat weitaus mehr komplexe Wörter, die man weniger verwendet und ist daher komplexer. Von der Sprache. Wenn es Englisch ist, ist es komplexer, als wenn es Deutsch ist. Für die meisten von uns. Es hängt an der Wortlänge, an der Satzlänge, an der Satzkomplexität. Ja. Das erhöht alles den Komplexität. Und tatsächlich kann ich Ihnen auch gerne sagen, in der Wissenschaft geht es ja darum, Inhalte zu vermitteln, Ideen von A nach B zu bringen. Und je älter die Texte sind, die Sie lesen, umso komplexer sind die, weil es irgendwie der Usus war oder der Stil war, komplexe Sachverhalte auch komplex auszudrücken. Und das ändert sich zunehmend. Es wird zunehmend eingefordert, dass Wissenschaftssprache immer, immer einfacher werden muss, dass sie so leicht verständlich wie möglich sein muss, so wenig Fremdwörter wie möglich, weil das immer auch natürlich den Wissenszuwachs bei dem Leser und der Leserin natürlich erschwert oder auch die Deutungs. Also man darf natürlich, man muss so präzise wie möglich sein, aber so einfach wie möglich. Und ja, also das kann ich Ihnen nur am Rande so erzählen. Da braucht auch etwas Mut, einen wissenschaftlichen Text sehr einfach zu schreiben, weil dann ist es halt manchmal auch einfach trivial. Ja? Aber letztlich ändert sich die Sache nicht nur, weil ich komplexe Wörter verwende und dann die Leute denken, es ist komplex, aber in Wirklichkeit ist es nicht komplex, sondern es ist einfach trivial. Das heißt, wenn Sie manche Theorien, wenn Sie das mit einfacheren Wörtern ersetzen, dann merken Sie so, ja, das ist halt eigentlich Küchenpsychologie. Also manchmal ist es so. Ja. Also es ist auf jeden Fall gerade ein Prozess, auch in der Wissenschaft. Ja, die nächste Perspektive darauf ist die Komplexität von Medieninhalten aus einer Top-Down-Perspektive. Denn wenn Sie einen wissenschaftlichen Text haben, dann ist er je nach Rezipient, nach Rezipientin unterschiedlich komplex. Ja, der ist nicht für alle gleich komplex. Je mehr Vorwissen Personen haben, also mitbringen, umso mehr werden eben verschiedene Infos zu Chunks zusammengefasst. Weil dann wissen Sie, ach ja, stimmt, das war die Theorie, die kennen Sie ja. Wenn ich Self-Determination Theory höre, weiß ich einfach, welche Faktoren gemeint sind. Sie wissen das vielleicht noch nicht. Und von daher kann ich damit dann direkt, ist es für mich ein Chunk und für Sie noch nicht. Und das ermöglicht es damit, komplexere Aufgaben zu bewältigen, wenn Sie es eben schaffen, Informationen zu Chunks zusammenzubilden. Beispiel Zeitungslesen. Anfangs kennt man die PolitikerInnen und die Themen noch nicht, aber wenn man sich mal ein bisschen eingelesen hat und sich an die Sprache gewöhnt, an die Termini, dann wird es einfacher und verständlicher und irgendwann können Sie eine Tageszeitung recht einfach lesen. Ja, weil Sie wissen, worauf sich auch die Artikel beziehen und das macht es dann leichter. Also, Komplexität ist nicht einfach nur bottom-up, sondern auch top-down. Also, die Psychologie dürfen wir nicht vergessen. So, ich habe auch ein paar Fragen mal bekommen, inwiefern diese Dinge, die wir behandeln, auch nutzbar gemacht werden können für die Mediengestaltung, also was praktisch ist. Und im Folgenden mal ein paar praktische Tipps. Was bedeutet das, was wir gerade beinhaltet haben, zur Gestaltung und zur Rezeption von Medien? So, Mediengestaltung. Das erste Prinzip ist wirklich Reduktion unnötiger Informationen. Alles das, was Sie nicht brauchen, lassen Sie weg. Ebenso beispielsweise auf diesen Slides, diesen Folien. Ich versuche so wenig und die Sätze so kurz und einfach wie möglich abzubilden und nicht Füllwörter zu verwenden, die Ihre Aufmerksamkeit und Kapazität beanspruchen, aber eigentlich nicht notwendig sind. Also das Fokussieren auf das Wesentliche, das Weglassen von Informationen
führt dann zu mehr Ankommen von Informationen bei dem Empfänger, der Empfängerin. Interessanterweise ist es aber so, dass wir, wenn wir Zusatzinfos hinzufügen, wir bisweilen es erleichtern zu fokussieren. Also beispielsweise als einen Punkt, wenn ich auf Folien die zentralen Punkte fette, dann füge ich eine zusätzliche Information hinzu. Ich mache es eigentlich komplexer, aber damit ist so zumindest die Theorie oder das Ziel, hilft man das Auge zu führen und damit die Inhalte schneller rüberzubringen, obwohl es eigentlich mehr Inhalt ist. Bei Vorträgen ist A und O, dass alles das, was Sie sagen, exakt mit dem übereinstimmt, was auf der Folie steht und Sie nicht einen Text auf der Folie haben und dann etwas anderes erzählen und andere Worte verwenden, weil dann ist es so, dass man das nicht zusammenbringen kann. Entweder man liest oder man hört zu. Und wenn man zuhört, dann weiß man nicht, wo ist denn die Person gerade. Wenn entsprechend das muss man irgendwann verstehen beim Gestalten von Folien, dass die Folien so gestaltet werden müssen, dass sie vorgetragen werden können, nicht dass sie gelesen werden können. Zumindest wenn es darum geht, einen guten Vortrag zu halten. Soll den Vortrag unterstützen. Und da gilt eben auch häufig, weniger ist mehr und nicht zu viel, sondern eigentlich letztlich eine Botschaft auf eine Folie machen und im Zweifelsfall lieber aufteilen, weil es ansonsten nichts bringt. Also auch auf diesem Slide sind eigentlich fast schon, wenn es drei Inhalte, schon ziemlich viel, weil es kommt noch was. Ja, aber das ist vielleicht schon fast zu viel. Denn jetzt kommt nämlich ein anderer Punkt bei der Medienrezeption. Klar, was bedeutet das wirklich einfach? Einlesen. Repetition, also Wiederholung von Dingen. Und Vorwissen erleichtert die Aufnahme. Ja? Also je aufmerksamer Sie folgen, umso leichter fällt es Ihnen auch die folgenden Sitzungen zu verstehen. Und ja, Übung macht den Meister. Also das stimmt. Und damit werden einfach viel mehr Dinge einfach automatisch zu Chunks zusammengebildet, laufen eher unterbewusst ab, belegen also keinen Speicher und erleichtern somit die Rezeption. Ja, Kapazität. Kapazität ist auch in der Regel also ein Moderator. Und kann man so verstehen, je mehr Kapazität ein Mensch hat, umso eher ist es so beispielsweise, dass die Nutzung zu einem Erkenntnisgewinn führt. Ja, weil dann kann einfach mehr aufgenommen werden. Komplexität nun wiederum. Da spricht man von einem umgekehrt U-förmigen Zusammenhang oder Effekt. Umgekehrt U-förmig, das ist so, also schöner ausgedrückt, ein regenbogenförmiger Effekt. Also die Komplexität, ja, die Komplexität einer Information. Je nachdem, wenn ich etwas nutze, je nachdem wie komplex es ist, führt es zu einem unterschiedlichen Erkenntnisgewinn. Was bedeutet das? Geringe Komplexität, wenn etwas super, 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 super einfach ist, ja, banal ist. Lernen Sie davon nichts, weil Sie das bereits kennen, wissen, weil es nichts Neues ist. Mittlere Komplexität, es sind ein paar neue Sachen dabei, Sie greifen ein paar alte Sachen auf, haben Sie was gelernt, haben Sie was mitgenommen. Hohe Komplexität ist wiederum ein kleiner Effekt. Wenn ich Ihnen jetzt molekularbiologische Inhalte auf Portugiesisch darbiete, ist ultra komplex. Ich meine, ich kann das nicht, aber nehmen wir an, ich könnte es, dann würde nichts hängen bleiben, nichts nada, weil es einfach zu komplex ist. Von daher kann es zu viel werden. Ja? Zu wenig Komplexität, kein Effekt. Mittlere Komplexität, großer Effekt. Hohe Komplexität, kleiner oder kein Effekt. Ja, so kann man das illustrieren hier anhand dieser Darstellung. Sie sehen also links, wenn etwas sehr einfach ist, dann erregt es wenig Interesse und Aufmerksamkeit. Wenn es eine mittlere Komplexität hat, kann das sehr hoch sein. Und wenn es zu komplex ist, wenn es überfrachtet ist, dann ist es schon wieder langweilig. Das ist also eben der Punkt, auf dieser Kurve, wo der Sweet Spot ist. Umgekehrt U-förmiger Zusammenhang, ein ganz schreckliches Wort. Regenbogenförmig ist eigentlich schöner,
Aber halt auch nicht etabliert. Vielleicht könnten wir es ja etablieren. So, das waren jetzt viele Grundlagen zur Medienrezeption und auch sehr psychologische Herangehensweisen, die notwendig sind, aber auch Bottom-up-Perspektiven, also einfach inhaltsanalytische Perspektiven, die eben einen Einfluss darauf haben, wie die Medienrezeption, das Verarbeiten der Medien in dem im jeweiligen Moment abläuft. Gehen wir mal weiter. Jetzt schauen wir uns eine Theorie an, die in diesem Kontext sehr häufig verwendet wird und die ich sehr mag. Und zwar die Self-Determination Theory. Self-Determination heißt so viel wie Selbstbestimmung. Selbstbestimmte Handeln, Agieren und die Theorie, die das erklärt. Und die Self-Determination Theory wird in vielen Kontexten angewandt, aber auch viel im Kontext Mediennutzung. Selbstbestimmte Mediennutzung, beispielsweise beim Gamen, und was das mit Menschen macht. So, die Ausgangsfrage ist, wann sind wir intrinsisch motiviert, etwas zu tun? So, intrinsische Motivation ist eine der Kernvariablen der Self-Determination Theory. Und das ist auch etwas, was Sie auf jeden Fall wissen müssen. Intrinsisch motiviert oder extrinsisch motiviert. Was bedeutet das? Intrinsische Motivation bedeutet, wir tun Dinge allein deswegen, weil wir Freude daran haben. Es macht uns Spaß, aus Spaß an der Freude. Es gibt keinen anderen Grund, weswegen ich dieses Buch gelesen habe, ich mir diese Serie angeschaut habe, ich gestern Fußball gespielt habe. Genau, das sind einfach Dinge, die Spaß machen. Spielen, Musik hören, malen, Sport, feiern, künstlerisch tätig sein, sich mit Freunden treffen. Ja, das sind Dinge, die wir einfach super gerne machen. Also natürlich jeder hat so seine eigenen Vorlieben, aber das zählt man dazu. Und das tun wir, weil wir intrinsisch motiviert sind. Ja? Also man tut es aus freien Stücken. Die extrinsische Motivation ist halt eben nur das, was außen liegt, und die tun wir, weil wir müssen. Oder weil sie lediglich Mittel zum Zweck sind. Ja, das sind die Pflichtaufgaben. Und dazu zählt Arbeiten, Haushalt, Schule, Prüfungsvorbereitung. Also nicht für alle, aber für die meisten. Ja. Aber Dinge, die man nicht mag, aber weil man schon weiß, die muss man auch machen. Die macht man auch dann freiwillig. Also nicht, ist nicht unbedingt Zwang. Ja, ist jetzt nicht wenn sie ins Gefängnis gesteckt werden, was hoffentlich nie geschieht, das ist Zwang. Nein, es geht einfach darum, sie machen schon Dinge aus eigenen Stücken, aber nicht, weil sie Freude daran haben, sondern weil sie es machen müssen, um etwas zu erreichen, um etwas zu tun, um ein anderes Ziel zu haben. So, intrinsische Motivation ist sehr erstrebenswert. Ja? Also ich kann mich auch noch früher erinnern, dass ich echt auch mit Büchern irgendwie durch die Gegend gelaufen bin, weil ich einfach das Buch nicht weglegen konnte, weil ich es unbedingt lesen wollte. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Klar, heutzutage laufen alle mit dem Handy durch die Gegend. Das ist auch intrinsische Motivation. Ja. Wenn man intrinsisch motiviert ist, bereiten die Vorgänge mehr Freude. Man macht es einfach mehr. Das ist also eigentlich fast schon tautologisch. Es ermöglicht eine längere Auseinandersetzung mit Inhalten, wenn sie das intrinsisch motiviert machen. Ja, dann hört man nicht so schnell auf. Es etabliert stabile Verhaltensmuster und erhöht einfach häufig auch die Qualität der Ergebnisse. Und Sie sehen es vielleicht schon im einen Anwendungs Fall der SDT ist der Bereich der Arbeitswelt. Denn natürlich ist es so, dass wenn Sie irgendwann mal Chefin sind, dass Sie es absoluter, ist eigentlich eine Win-Win-Situation ist, wenn Sie es schaffen, intrinsisch motivierte MitarbeiterInnen zu haben, weil Sie dann bessere Arbeit machen, länger arbeiten, es einfach mit mehr Freude machen und es eigentlich alle nur davon etwas haben. Ja, aber Million-Dollar-Question ist, ja, was fördert denn nun die intrinsische Motivation? Man kann den Leuten ja nicht sagen, jetzt seid mal intrinsisch motiviert. Und da sitzt die SDT an und da bietet die SDT drei einfach schöne, griffige Faktoren, die das erklären, wann intrinsische Motivation entsteht. Sind Sie bereit? Der erste Faktor ist durch dieses Bild dargestellt und mit dem C betitelt und der heißt Kompetenz. Kompetenz auf Deutsch, Kompetenz. Wenn Sie gut in etwas sind, dann macht es mehr Spaß. Wenn Sie es können,
Macht mir Spaß. Wenn sie Leute überfordern, macht es keinen Spaß. Wenn sie sie unterfordern, ja, in manchen Kontexten geht es vielleicht immer noch. Aber wenn sie einfach eine knifflige Aufgabe aber lösen können, boah, das macht Spaß. Ja, dann fühlen sie sich kompetent. Kompetenz, also sie haben quasi das Level erfolgreich geschafft. Das nächste ist Autonomie, Freiheit. Sie sind frei darin, in dem, was sie tun, was sie gestalten. Sie haben Optionen, sie können gucken, was will ich machen. Sie haben eben nicht nur eine Alternative, sondern mehrere. Ich merke das privat, wenn ich im Haushalt Dinge erledige. Manchmal habe ich mehr Lust irgendwie auf Abspülen, manchmal mehr auf Saugen, manchmal mehr auf Bartputzen so. Und es ist nicht gleich. Und überlege ich manchmal, mit was beginne ich? Was fällt mir gerade irgendwie am leichtesten so? Und wenn ich diese Freiheit habe, dann hilft mir das, als wenn ich weiß, dann und dann und dann und dann musst du es auf jeden Fall machen. Also so geht es mir. Und der nächste Faktor und letzte Faktor, das ist das R, das ist die Relatedness. Relatedness. Und das steht für Eingebundenheit. Also related, verwandt, aber so eingebunden. Und vor allen Dingen Social Relatedness. Also die Eingebundenheit von einer Person in eine soziale Umgebung. Und wenn wir etwas gemeinsam tun mit Menschen, die wir mögen, in einem funktionalen Kontext, machen Dinge einfach viel mehr Spaß und mehr Freude. Und zusammen sind das also die CAR-Faktoren: Competence, Autonomy, Relatedness. Das ist ein Key Learning. Die sollten Sie parat haben und beherrschen. Kompetenz, also fühle ich mich kompetent? Das richtige Schwierigkeitsniveau ist entscheidend. Aufgabe zu leicht, ist witzlos. Fühlt man sich jetzt auch nicht kompetent. Ja. Irgendwelche Dinge durch die Gegend zu schieben. So, ja. Aufgabe zu schwer, überfordern, frustrieren, macht keinen Spaß. Ja. Aber wenn sie es fokussiert angehen, ans Lösen können, ans Schaffen können, das ist der Sweet Spot. Ja. Wenn sie den treffen, dann fühlen sie sich kompetent, dann macht es Spaß. Und das hat einen großen Medienbezug, gerade bei Computerspielen. Und wie gelingt das Computerspielen? Das gelingt denen über einen sogenannten adaptiven Schwierigkeitsgrad. Bedeutet, das Spiel passt sich dem der SpielerIn an. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus. Je besser man wird, umso schwieriger wird die Aufgabe. Und man beginnt leicht, man baut den Skill auf und irgendwann kann man die schweren Aufgaben lösen. Und dann fühlt man sich kompetent. Anfangs ging das noch nicht, aber irgendwann hat man das Level geschafft. Das gelingt Computerspielen extrem gut. Autonomie. Mache ich eine Aufgabe freiwillig? Innerhalb einer Aufgabe habe ich mehrere Optionen, Freiheitsgrade. Und Freiheitsgrade ermöglichen eben individuelles Verhalten je nach Interesse, Lust und Laune. Und wenn wir das uns bei Medien betrachten, beispielsweise Netflix, ist halt einfach der Riesenvorteil gegenüber linearem Fernsehen. Ich kann es dann schauen, wann ich will. Ich war gestern auf einer langen Zugfahrt und habe dann gearbeitet und habe anschließend dann die letzten beiden Folgen Squid Game geschaut. Und das war halt möglich, weil das war meine Belohnung nach dem Arbeiten und hat halt eben diese Möglichkeit, dass ich das machen kann. Und das ging halt früher nicht. Ja? Also entweder das lief im Fernsehen oder nicht. Dann hätte ich halt meine Arbeit unterbrechen müssen und dann nachher nochmal arbeiten. Oh je, und so habe ich eben diese Freiheit. Und man kann also machen, was man will und wann man will. Oder ein ganz starker Faktor ist bei GTA, Grand Theft Auto, ja, diese offene Welt, man kann überall hinfahren, kann sich aber erstmal wie ein Mensch verhalten, wenn man will. Und das hat da viel ausgelöst. Oder Driver habe ich auch mal sehr gerne früher gespielt. Ja, Eingebundenheit, Relatedness in ein soziales Miteinander. Wir Menschen, das dürfen wir nicht unterschätzen, sind soziale Tiere, sind sozial geprägt und das tut gut, das befriedigt dieses Grundbedürfnis. Natürlich, klar, die Bedingung ist, es darf nicht dysfunktional oder ausbeuterisch sein, ist klar, sondern sinnvoll, wertschätzend, funktional. Aber wenn das vorhanden ist, das ist das, was den allermeisten, manchen mehr, manchen weniger, aber den allermeisten sehr gut tut. Und bei Medienbezug, ja, müssen wir natürlich an soziale Netzwerkseiten denken, ja, an allererster Linie. Da sind unsere FreundInnen, da sind unsere Verwandte. Ja,
Da sind einfach Menschen. Public Viewing, wenn mal wieder eine EM oder WM ist, man schaut es gemeinsam. Co-Viewing, vielleicht schauen Sie ja, jetzt ist wieder zunehmende Inzidenzen, aber vielleicht treffen Sie sich dann halt mit einzelnen Leuten, um es gemeinsam zu schauen. LAN-Partys früher, ja, ist einfach was anderes, wenn man mit den Leuten in dem gleichen Raum sitzt, als nur digital und so weiter. Und das Paradebeispiel sind MMORPGs, MORPS, ich kann das auch nicht aussprechen, ich versuche nur, ob ich es hinkriege. Multiplayer Online Role-Playing Game. Ja? Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Dazu zählt Final Fantasy, World of Warcraft, Guild Wars. Und ich habe das auch mitbekommen in meinem Umfeld, ich habe es selbst nie gespielt, aber das hat manche Leute so weggebeamt und einfach alle diese Faktoren umgesetzt, ja. Autonomie. Es gibt einfach eine Welt, die ist persistent. Ich kann da immer überall hinlaufen, was ich will. Ich habe maximale Freiheit gerade. Eingebundenheit. Ich spiele nicht alleine, sondern ich spiele mit anderen SpielerInnen über Clans, über Gilden und ich verbinde mich und ich habe damit auch Abhängigkeiten, aber auch Respekt, den ich mir erarbeite. Und Kompetenz, ja. Ich werde immer besser. Ich kann mir neue Dinge hinzulegen, neue Skills erwerben, neues Equipment kaufen und werde also immer besser, steige in dem Rang auf. Ja. Und das ist natürlich super fesselnd und für viele erzeugt das einfach eine ganz hohe intrinsische Motivation. Ja, es gibt auch gesellschaftliche Implikationen, die diese Faktoren nutzen oder die man da orten kann, und das ist alles, was in diesem Bereich des Edutainment fällt, also Education und Entertainment, was zusammenkommt. Also ich persönlich mag sehr gerne Last Week Tonight mit John Oliver, der inhaltliche Dinge bespricht, aber das mit viel Humor macht und auf eine lustige Art und Weise und von daher dem diese intrinsische Motivation einfach sehr hoch ist, sich eigentlich mit gesellschaftskritischen Inhalten auseinanderzusetzen. Oder Crash Course, ein ganz toller, falls Sie es nicht kennen, ganz toller YouTube-Kanal, welcher x-beliebige Wissensinhalte aufbereitet und einfach sehr, sehr interessant macht zum Anschauen. Oder persönlich Everything Hurts war ein Podcast, den ich jetzt aktuell gerade nicht mehr, aber den ich früher sehr, sehr viel mir angehört habe, einfach rund um Themen der Wissenschaft und die einfach auch diese Autonomie in der Nutzung beinhalten, die Eingebundenheit, die anderen Leute haben es auch sich angehört und man eben, irgendwann versteht man immer mehr, um was es geht. Ja, also Edutainment kann man da sehr stark verorten, aber Gamification und Serious Games auch. Also das ist ein Spiel-Kahoot, was man nutzen kann, um Wissen abzufragen. Das habe ich in Vorlesungen schon häufig eingesetzt, wenn man das vor Ort macht. Das ist also, kann man quizzen und dann macht es auf einmal Spaß. Wir machen hier auch ein kleines Quiz. Das macht vielleicht ein bisschen Spaß. Quizduell als Spiel, um damit aber parallel Allgemeinbildung aufzubauen oder als erstes Serious Game, weil ein Flugsimulator, der einfach den SpielerInnen halt beigebracht hat, wie man ein Flugzeug bedient und wie man fliegt. Und das hat dann eben Real-Life-Konsequenzen und naja, eben auch PilotInnen ja auch erst am Simulator ausgebildet werden, bevor sie ins echte Flugzeug steigen. Ja, also fast alles nur digital stattfindet. Ja, wenn wir uns das jetzt mal als Mediationsmodell mal so darstellen, was ich gerade dargelegt habe, was für eine Vorstellung ist das? Also wir haben intrinsische Motivation, also uns macht es Spaß, etwas zu tun. Und die 3K-Faktoren, die beeinflussen eben, ob wir diese intrinsische Motivation haben, ja, uns kompetent fühlen, ob wir frei sind in dem, was wir tun und ob wir irgendwo sozial eingebunden sind. Je intrinsischer wir motiviert sind, umso länger nutzen wir etwas, umso aufmerksamer nutzen wir etwas. Und das haben wir vorher gelernt, je stärker diese Faktoren ausgeprägt sind, umso mehr lernen wir. Und von daher erklärt das, wie intrinsische Motivation eben Lernzuwachs ermöglicht, basierend auf diesen drei ausgehenden Faktoren. So, das war die Self-Determination Theory. Wie können wir die einordnen? Also, sie ist eine breite Anwendbarkeit. Sie können es in vielen Kontexten anwenden. Also versuchen Sie sich das einfach mal wirklich zu merken, zu verstehen
und gucken Sie, wenn Sie später mal vielleicht irgendwann Chefin sind, wie können Sie diese Faktoren umsetzen? Ja? Können Sie Ihren ArbeitnehmerInnen irgendwie vielleicht mehr Freiheitsgrade zugestehen, sodass Sie Aufgaben da machen, wann Sie wollen? Ja, oder beispielsweise Stichwort Homeoffice natürlich gerade die Autonomie stark erhöht und tatsächlich zu mehr Zufriedenheit führt von den Studien, die ich dazu gelesen habe. Aber vielleicht geht dann über Autonomie dann die soziale Eingebundenheit in dem, also über das Homeoffice, die Eingebundenheit verloren. Deswegen sagt man vielleicht doch, nee, nee, wir brauchen dann trotzdem Jour fix oder wir brauchen trotzdem Anwesenheiten im Büro, regelmäßige, dass man sich sieht, weil es einfach wichtig ist, aber halt, das muss halt auch vorkommen. Ja. Also genau, im Arbeitskontext, in Bezug auf die Lebenszufriedenheit. Ja, sind Sie glücklich in Ihrem Leben? Dann können Sie diese drei Faktoren gucken. Sind die ausreichend ausgeprägt? Ja? Und wenn Sie irgendwie den Eindruck haben, Ihnen fehlen die Menschen, dann kann das sein, dass das eben ein Grund ist oder dass man, was man angehen kann, um die Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Genau. Medien oder, also ich merke das, also ich, ja, ich merke das, es ist auch häufig so natürlich die Autonomie, die man hat in seinem Leben, also die Freiheit. Es ist meine Wahrnehmung, oder ich glaube, das kann man so sagen, die hängt natürlich auch zusammen mit der Stellung, die man in der Gesellschaft hat, häufig. Und je höher die Stellung ist, umso mehr kann man sich einfach Dinge aussuchen, weil man mehr Optionen hat. Und das ist natürlich auch bitter oder auch sehr, sehr kritisch zu sehen, dass halt eben häufig in Berufen, mit die schlechter bezahlt sind, die einfach weniger angesehen sind, na, man, da häufig eben man halt einfach Dinge machen muss. Ja? Die werden halt einfach dann aufgezwungen und später häufig. Darum gibt es ja mehr Autonomie. Also man kann da kann diese SDT in vielen Kontexten diskutieren. Ja. Spielentwicklung, falls sie das mal werden oder in der Mediennutzung. Ich finde es ein tolles Verhältnis von Sparsamkeit, Parsimonität, das ist der Fachbegriff, und Vollständigkeit, Ergiebigkeit. Ja. Also es ist nicht trivial und man lernt was, wenn man diese Faktoren auf dem Schirm hat. Aber es ist auch nicht überkomplex. Ja? Das sind jetzt eigentlich drei Faktoren, noch vielleicht mit der Motivation vier. Das ist also ein Ergebnis eines langen wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses, eine lange Forschungstradition, es hat ein solides theoretisches Fundament. Also das ist jetzt eine Theorie, die sehr reliabel ist. Ja? Wir haben ja auch schon eben kritisch über Theorien gesprochen. Das ist eine meiner Einschätzung nach sehr reliable Theorie. Gut, dann haben wir noch einen letzten theoretischen Punkt für die heutige Sitzung. Das ist Flow. Ja, damit sehr eng verwandt. Deswegen kommt es direkt anschließend. Wir sind auch die ganze Zeit schon so ein bisschen darauf eingegangen. Ja, Flow, dieser Moment, in dem Sie versunken sind in eine Tätigkeit und links und rechts nicht mitkriegen und ja, ganz für sich in der Tätigkeit sind. Jetzt zitiere ich aus dem Bonfa Deli. Der Ausgangspunkt sind Beobachtungen von Künstlern und Künstlerinnen, die in ihrem kreativen Schaffen vollkommen aufgehen und sich von der umgebenden Welt völlig loslösen können. Dabei entsteht ein intrinsisch motiviertes Flow-Erleben als ein der Welt entrückter, immersiver Zustand, ja? Also versenkt. Flow ist ein Rezeptionserleben oder können wir als Rezeptionserleben beschreiben. Ne? Das ist ein euphorischer, rauschähnlicher, andauernder, entrückter Zustand der produktiven Aktivität. Das klingt auch ein bisschen, klingt auch fast schon ein bisschen, die Definition auch fast schon ein bisschen rauschartig. Und das liegt dann vor, und das ist der Kasus Knaxus, das liegt dann vor, wenn die Kompetenz exakt, das Anforderungsniveau exakt den eigenen Kompetenzen und Ressourcen entspricht. Wenn Sie eine knifflige Aufgabe haben und Sie sind dabei, die zu lösen oder etwas umsetzen wollen und es nicht leicht ist und ja, das entsteht bei Spielen, beim Arbeiten auch kann das entstehen, im Idealfall. Ich kenne das vor allem vom Programmieren, wenn ich code, ja, dann kann man sich komplett verlieren, manchmal oder beim Schreiben von Texten bisweilen auch. Und es entsteht beim Vorliegen intrinsischer Motivation und dem Vorhandensein der K-Faktoren. Also die tragen dazu bei. Dann vergeht die Zeit wie im Flug. Und ja, Beispiele sind eben Computerspielen.
oder arbeiten? Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Der Psychologe Csikszentmihalyi hat den Flow-Zustand als solchen definiert. Und das ist jetzt ja total in den Alltagsgebrauch übergegangen und glaube ich auch vielen von Ihnen sicherlich bekannt. Aber es ist auch ein gutes Beispiel, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in den Alltag sich übertragen. Gut, fassen wir unsere fünfte Sitzung zusammen. Medienrezeption beschreibt den situativen Vorgang während des Medienkonsums. Die Effekte hängen ab von Aufmerksamkeit und der Kapazität der Rezipienten und natürlich auch der Komplexität der Inhalte. Aufmerksamkeit ist eine kostbare und umkämpfte Ressource heutzutage, also es ist einfach Geld. Ja, es ist, kann man nicht anders sagen. Ziel ist häufig eben, eine intrinsische Motivation der Mediennutzung zu erreichen. Und das wird verstärkt durch kompetente, freie und sozial eingebundene NutzerInnen. Und im Einzel- oder vielleicht auch Idealfall führt das dann zu flowartigen Empfindungen. Gut, hier können Sie einzelne Literatur nachlesen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit für diese Sitzung.